Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, weiter geht's mit unserem Technik-Let's Play. So, ja. In dieser Folge machen wir Folgendes. Und zwar, wir werden mal Bienen züchten. Wie schon der Titel sagt. Zwar haben wir ein Problem, dass wir nicht mehr genügend Redstone haben. Oder halt nicht mehr viel. Noch 300, das ist relativ wenig. Für das, was wir am Massen brauchen. Darum werden wir jetzt mal eine Folge zwischendurch Bienen züchten gehen. Da gehen wir hier hin. Dies werden wir vorher erstmal nicht brauchen. Wir brauchen mal. Wir brauchen mal. Ich habe hier den. Ja, das Bienenhäuschen hier abgebaut. Den Avery hier. Den werden wir woanders hinstellen. Zwar kommen ja hier später dann andere Avery hin, so normal. Und den zum Züchten. Die Frage, wohin man den stellt, ne? Hier in der Mitte möchte ich nichts haben, da kommt ja unser Turm dann später mal hin. Hier außen bei dem Everitz. Wohin bauen wir den? Also wir bauen irgendwo zwischen rein, also sagen, hier bauen wir ihn hin. Da fällt er nicht so auf, ne? Das wäre ja auch noch was. Das können wir machen. So. Nehmen wir überall eins Platz, das heißt für uns. Ja. Also wie bauen wir den? Ich habe die Teile ja schon. Und zwar habe ich hier 5 Stück Mutator-Blöcke. Die craftet man vorgehend. Gold, Gold, dann eine normalen Emerald-Blöcke und diese Diamant. Elektronik-Tubes, die man aus den Demonic Fabricator bekommt. Dann Emerald Lightning, das heißt, dass sie auch in der Nacht arbeitet. Und Frame Housing. Die bauen wir dreimal Eisen, wieder in Avery Block. Also man braucht trotzdem 27 Avery Blöcke, weil pro erweiterten Block braucht man sowieso einen Avery Block und Golden Tubes. Und wie hier das Lightning, also dass wir bei Nacht aufarbeiten können, Glowstone Dust, Avery und Golden Electric Tubes. Und ein paar normale noch. Soll ja auch ähnlich wie ein Avery aus. Wir beginnen dann einfach mit den Frame Housing, die machen wir auf dem Boden. Macht jetzt einfach mal so. Damit ich auch rundherum komme, weil die haben ein Inventar und hier kommt ein Frame rein, so wie bei den normalen. Das kennt man ja von den normalen Dingern hier, also von den Apiaries. Da kann man ja auch Frames rein tun. Hier kann man 3 rein tun. Hier kann man leider halt pro Frame House nur 1 rein tun. Ist halt schade, aber ja. Dafür hat man ja Multiblock und kann man mehr reintun. Genau, und dann brauchen wir noch ein paar Mutator-Blöcke. Was machen die? Die machen nichts anderes. Deswegen sind das gleiche wie die Soul Frame. Also die Mutation wird erhöht dadurch. So, hier kommt ein normaler rein. Da haben wir 5 und wir haben von denen noch 3. Dann machen wir hier. Ah, es gibt ja nicht 1, 2, 3, 4. Und die 3 da vorne noch. Dann haben wir hier die ganzen Blöcke schön. Die Mutator-Blöcke haben auch ein Interface, da kommt dann später noch was rein. So, dann hier auch wieder ein Ding. Und jetzt brauchen wir hier oben. Wie machen wir das? Vorne möchte ich eine schöne Front haben, also so. So. Hier und hier kommt das Lightning hin, also das Licht. Dann wieder die Blöcke drauf, die Slabs. So. Und schon müsste es ein normaler Elbery werden. Normal. Haben wir irgendwo was falsch gemacht? Oder darf das nicht hier in der Mitte sein, sondern muss auf der Seite sein? Daran kann es natürlich auch liegen. So. Hatte ich natürlich auch schon mal. Oder will einfach nicht. Ah doch, jetzt seht ihr. Also ich schätze mal, da in der Mitte der Viereck muss bleiben. Oben. Deswegen habe ich ja oben auch eigentlich alle solche Blöcke. So, jetzt müssen wir das Ganze bestücken. Ich sehe gerade beim Abbauen sind die ganzen Chocolate Frames anscheinend verloren gegangen. Oder wie sehe ich das jetzt? Muss ja wohl irgendwie
So, warum geht da jetzt keine Musik mehr? Moment mal, gucken. War gar nicht. So doch. Ja. Da brauchen wir Chocolate Frames. Ich glaube, ich habe da nicht mehr viele. Wenn ich auch noch welche habe. Hier habe ich noch ein paar. Rain Shield könnten wir eigentlich auch rein. Nee, brauchen wir nicht. Das heißt, dass sie gegen Regen, also sie arbeiten auch Regen. Level Blöcke. Das Uran werden wir brauchen. Habe ich keine. Also Bienen habe nichts, ne? Wir haben auch noch Uran, das passt eh. Was haben wir hier alles noch? Jede Menge Bienen, die werden wir dann eh brauchen. Dann mal Soul Frame. Das brauche ich nicht, ich brauche diese Chocolate Frame. Na okay. Dann machen wir das anders. Wir gehen mal hier hin und füllen mal die Mutator auf. Das sind die mit den grünen. Da kommt jeweils Uran rein. Ja. Uran, also die werden dann noch so richtig verstrahlt, die Bienen. Und dadurch gedeihen sie einfach besser. So haben wir hier schon, ja. Ich will einfach noch hier hin. Und hier brauchen wir Chocolate. Wie gingen die denn nochmal? Chocolate Frame. Achso, Impregnate. Oh, das haben wir jetzt nicht mehr, weil das habe ich, glaube, abgebaut. Und ich glaube, Kakaobohnen haben wir noch. Aber die Impregnate Stickers habe ich, glaube, abgebaut, weil da habe ich ja die. Das waren. Die waren hier mal. Hier. Was bräuchte man dafür denn schnell nochmal? Zweimal Holz und Seedöl, okay. Naja, dann können wir ja mal schnell hier. Das brauchen wir eh nicht unbedingt. So. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Seedöl. Das heißt, wir brauchen Seeds. Da haben wir ja wohl noch. Ja. Viel sind es aber auch nicht. 5000 nur unter Anführungszeichen. Ist wohl ein Haufen, aber hatten wir schon mal mehr. So. Dann haben wir ein paar Sticks. Und wir brauchen noch ein paar Cans. Welche brauchen wir hier? Die wir dann füllen. Damit wir auch das den rüber bekommen. Das den. Die. Das sieht Öl so jetzt aus. Also hier wären ja noch 51 drin gewesen. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, auch egal. Kommst du hier rein? Eine schöne Pflanze für den Hampelmann. Keine Ahnung. Kann man hier vielleicht noch? Sieht wohl drin. Nee. So, die Wieseln hier. Das, was ich mal gecraftet habe, hier kommt schön in die Tonne. Ihr seht, jetzt hat er alles Boards draus gemacht, dass ich noch ein bisschen rausnehme. Wenn ich das so mache zum Beispiel. Die da rein. Okay, jetzt geht nicht mehr. Auf alle Fälle, das funktioniert nicht so ganz. Deswegen kann man die auch nicht craften, komischerweise. Ist aber erst seit der neuen Version so. Deswegen, ja, müssen wir das ohne machen. So, jetzt haben wir hier Seedöl und der macht hier schön ein paar Sticks. Und die waren um einen String. String Hammer, ja. Jede Menge. So, 10 werden wir wieder rausgehen aus einem Kanister. Ah, da geht aber schon jede Menge raus. 20, 22 anscheinend. Ne, 20. Ich hatte ja nicht mehr. So, da gehen sich 2 aus. Das ist noch immer zu wenig. So viele braucht man davon eh nicht. Also, die halten ja lange, ne? Für Züchten halten die ziemlich lange. Dann schauen wir mal hier rein. Hier müssen wir irgendwo noch. Schau mal hier. Achso, das ist Honig. Schade. Hier haben wir noch Chocolate. Aber ich habe ja. Oder habe ich das schon in unserem System wieder? Diese Bees. Schokolade. Ne, Kakao ist das. Ah, okay, viel ist es nicht. Ich dachte, wir hatten mehr.
Naja, ich soll nicht so viel denken, sagt man oft. Du mal weiter hier, warum brauchst du so lange oder hast du zu wenig Power oder was ist los, ey? Der schlaft ja hier ein. Mann. Power müsste ja da sein. Das ist der da oben, ne? Ja klar, der hat da hinten. Nein, ich wollte nicht drauf. Der sollte da hinten ja Power bekommen und zwar 400 Megajoule, das passt ja. Da gibt es nochmal nichts zu meckern, warum meckert der dann? Naja, meckert er nicht, aber er macht halt einfach, ja, langsam. Wir haben es eilig, Franz. Das werden wir auch mal automatisieren, dass wir automatisch sieht, wir wollen einen Dank liefern, dann haben wir die Probleme nicht mehr. So, 6. 8, dann geht sich wieder eins aus. Wie viel von diesen Hausen, von diesen Dingern hatten wir denn? Weiß das jemand von diesem Framehaus hin? Ich hab's mir nicht gemerkt. War zu dumm, um es mir zu merken. Ich glaube 7 Stück oder sowas. Ne? Weil wir müssen ja jetzt nicht alle voll machen, aber je mehr wir haben, desto einfacher ist es. Weil die Chocolate Frame machen folgendes. Die verkürzen die Lebenszeit der Bienen. Was natürlich auch zum Vorteil ist. Und ich sehe gerade, wir können hier eh nur 4 machen. Also mir ist eh egal, wenn wir zu wenig Kakaobohnen haben, dann müssen wir wieder mal in den Dschungel. Ich hab nur 3. Aber ich bekomme die irgendwo raus, ne? Wo bekomme ich denn die raus? Aus Kakao-Komp. Die Kakao-Komp habe ich die nicht. Die muss ich ja auf alle Fälle, muss ich sie mal gehabt haben. Und ich weiß, dass ich eigentlich mehr Kakao hatte. Ja, aber schwer zu sagen. Ich hatte mal Kakao, aber ich habe ja auch die Chocolate Frame gemacht. Habe ich ja schon gebraucht, deswegen kann sein, dass da der ganze Kakao drauf ging. Was ist das? Nee. Hier haben wir nichts. Nee. Schade. Naja, okay, dann habe ich den ganzen Kack hier schon gebraucht anscheinend. Das kann ja mal nicht sein, ey. Den ganzen Kack. Das waren ja einige Stacks, weil ich hatte so eine Kakaobiene schon. Was er kommen hat auf alle Fälle. Na gut, dann soll es so sein. Dann testen wir einfach so. Müssen wir halt damit auskommen, leider. Weil ich will nicht jetzt. Nee, jetzt will ich nicht farmen. Das mache ich dann offline, weil das dauert immer so lange. Dann fäll ich einfach dann meistens die Bäume und dann funktioniert es eh. So, dann machen wir hier einfach nochmal 3 rein. 2, 3. Dann haben wir die. Und, ja, aber ich möchte da schon ein, ja, haben wir ja Zeit, sagen wir so. Hier oben hat man ein ganz normales Bienenhaus, wenn man hier oben draufklickt. Und hier unten hat man die Frame Housing. Aber ich finde das komisch, oder? Weil ich hatte ja noch ein paar drin, das bin ich mir 100%ig sicher. Oder werden die einfach zerstört, wenn ich das Bienenhaus abbaue oder den Library oder den Block halt. Wenn ich mir da hatte ich keine von diesen. Auch nichts. Natürlich doof. So, ich denke mal, wir gehen wieder schlafen. Legen uns ins Bettchen. So, gut. Und dann schauen wir gleich mal. Wir könnten aber gleich mal schauen, was kommt. Welche Biene wir dazu brauchen. Achso, hier habe ich schon gesucht. Um diese, ja, Dinger zu machen, da brauchen wir Heroic, auch Dunkelgeist, Deadfest, nee. Variant, die hätten wir, glaube ich. Und die machen wir aus. Wie machen wir die Steedfest? Ah, okay. Das ist eine Biene, die wir wahrscheinlich. Ich muss mal kurz nachgucken auf der Seite hier. Ja, ist. Wie heißt die jetzt? Nee, die gibt's nicht. Also das ist wahrscheinlich eine Biene, die man nur durch Finden bekommt, in den Dungeon und so.
kommen sie finden. Das heißt, wir müssen auch mal eine Runde Dungeon suchen gehen. Wäre ja auch nicht schlecht. Vielleicht finden wir sie. Aber welche wir jetzt brauchen, da habe ich wieder vergessen. Ah doch, die. Hier brauchen wir sie nicht. Hier brauchen sie unser G, weil hier habe ich das Plugin drin, dass wir die Bienen drin sehen. Also, unter Crafting Guide. Wirklich so extension. Nee. Dann schauen wir einfach. Die brauchen wir, die Glowing Combs, und dann brauchen wir die Bienen. Die bekommen wir aus der Excited, keine Ahnung. Egal, auf alle Fälle, die brauchen wir. Energistics. Oder wir bauen zuerst mal die Energistics, die macht auch Glow. Also wir brauchen auf alle Fälle diesen Glow. Das heißt, wir brauchen zuerst die, also Cultivated und Valiant. Cultivated haben wir sowas vielleicht schon. Ja. Drohne haben wir davon. Ah, wahrscheinlich keine Prinzessin, oder? Valiant, das ist gut. Valiant, Drohne, das war schon mal, die brauchen wir. Und Cultivated, die machen wir uns einfach schnell. Die ist ja schnell gemacht, oder? Cultivated entsteht aus Common und Forest. Common machen wir aus Forest und Meadows. Forest Meadows. Haben wir irgendwo was? Ja, wir hätten hier eine Common, ne? Ja, dann nehmen wir die Common auch. Ist egal. Was wollte ich denn haben? Common. Common. So, schauen wir nochmal von dieser Seite. Also Common und Forest. Common Hammer, Forest brauchen wir. Eine Drohne, Forest, Forest. Ja, Forest. Sie müssten eigentlich Purebreed sein. Hoffe ich halt. Sollten sie halt, auf alle Fälle. Dialyser ist blöd. Ah ja, den Dialyser. Den weiß ich nicht, wo ich den hingelegt habe. Natürlich jetzt blöd, wir brauchen einen. Das heißt, wir bauen uns da einen Dialyser. Carpenter. Okay, okay. Naja, wir legen mal die zwei Bienen rein. Hier. Soll der mal hier wursteln, das wird schon passen. Die ist auf alle Fälle Pupi. Da ist noch eine Queen, okay. Ja, machen wir die einfach dazu. Die stirbt dann eh. Lass mal die mal so drin. Dann wird das eh nachgeliefert und wir gehen nach Hause und bauen uns ein Bierleiser. Denn sonst werden wir nicht weit kommen. Oder liegt er hier irgendwo? Ich weiß echt nicht mal, wo ich ihn hingetan habe. Oder liegt er vielleicht im System? Da ist er. Ah, da ist er. Gut, Glück gehabt. So, Honigdrops brauchen wir auch noch. Die haben wir jetzt unten in unserem Bahnhof. Als ihr seht, da kommt einiges zusammen, was man da braucht, um blöde Bienen zu züchten. Klar, ich hätte das jetzt im Vorfeld alles zusammensuchen können. Wollte ich aber eigentlich nicht, weil, ja, ich will ja spielen und nicht extra alles vorbereiten und dann nur das aufzeichnen, was interessant ist und so weiter. Denn, ja, ich will einfach spielen und das aufzeigen. Und nicht extra, ich will jede Folge alles vorbereiten und das schön machen und das schön machen. Das weiß ich nicht, das ist dann einfach alles so, ja, vorgespielt. Alles so unecht, wenn man schon alles so vorbereitet und so. So, ihr seht, die sind jetzt gestorben. Wir haben eine Kanonen rausbekommen, die wird sicher... Schauen wir die zweimal vorher an nochmal, bevor wir die reinstecken wieder. Da haben wir Flowers, das passt bei 3, das passt auch. Also die ist gut und wir brauchen die Kommen nochmal. Die ist 2-2, ja, schwächt halt ab, aber ist auch egal. 2 ist besser als keins, es gibt auch 1. So, dann kommen wir rein, die rein und hoffen, dass da was rauskommt. Eine Cultivated. Ich hätte wahrscheinlich hier noch irgendwo Cultivated, aber egal. Und ihr seht, das Chocolate Frame ist ein wenig angebraucht worden, weil die ja dadurch einfach schneller stirbt. Und bei jedem Mal sterben, verlieren wir hier ein Uran. Oh, Mutator. Wohlgemerkt.
Also pro Mutator verschwindet ein Uran, jedes Mal, wenn hier eine Biene stirbt. Deswegen sollte man auch aufpassen, welche Bienen man züchtet, die nicht zu oft sterben lassen. Die Bienen? Denn sonst, ja, kann man schon ziemlich viel Uran verlieren. Die kommen... Jetzt haben wir hier wieder keine Kiste, ne? Das ist halt natürlich wieder ein Nachteil. Da braucht man immer eine Kiste daneben, um die Bienen reinzutun. Was haben wir hier halt eigentlich alles? Auf alle Fälle kein... So, das sind die Commons. Da ist die Variante, die brauchen wir später, muss ich sagen, ne? So, ihr seht, der Lebensbalken von der Biene ist ziemlich schnell weg durch die Chocolate Frames. Wenn er hier alle voll hat, dauert das 15 Sekunden und dann ist sie schon tot. Also damit kann man wirklich schnell züchten. So, dann haben wir die Cultivated vielleicht. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir danach die Cultivated haben. Das machen eben diese Mutatorblöcke. Die geben dir fast eine hundertprozentige Chance, dass die mutiert. Ja, sag ich doch, Cultivated. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die schon Pupit sind. Also keine Kreuzung, sondern wirklich Pupit. Ihr seht, Cultivated, Cultivated. Ja, Lebensshortest ist halt nicht gerade das Beste, aber egal. Kann man später noch mit extra viel aufpushen. Aber ihr seht, wir haben keine Hybriden bekommen, gar nichts, sondern direkt Pupit. Das ist aufgrund der 5 Mutator, das ist genau die idealste Anzahl. Bei 4 kann auch immer passieren, dass ihr Hybriden rausbekommt, bei 5 nicht. Oder ziemlich geringe Chance, wirklich irgendwie ein Hybrid. Ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal einen rausbekommen. So, wir haben jetzt Cultivated Variant und wir werden ein Ex. Wie heißt denn? Wie spricht man die aus? Excited. Keine Ahnung. So, also die rein, Variant rein. Wir werden sehen, wir werden die rausbekommen. Ohne großes Drumherum, wenn wir die rausbekommen. Und so schnell kann man Bienen züchten und wir haben hier, wenn man denkt, vielleicht 2 Minuten wirklich gezüchtet und haben eine Redstone-Biene. So, hier ist eigentlich auch schon alles leer, oder was? Ja, du lebst hier noch. Ist man hier noch liegend? Was war das? Nee, die Stille. Unwary. Trash, irgendwas. Intelligent. Ah ja, bisschen was. Genau, diese Trash, irgendwas ist ja die Zinn. Also die macht Zinn. Zinn, Zinn. Na komm, stirb. So schlimm fällt der hier gar nicht auf. Hier vorne könnte man eigentlich nur Avery-Blöcke rein und das alles nach hinten bauen. Dann müsste man halt weniger vor ihm Haus machen. Dauert halt dann länger, aber es würde auch klappen. Ihr seht ja, es dauert jetzt halt etwas länger. So, wo werden wir die jetzt einbunkern dann? Anstatt der Nobel, ne? Den Nobel werden wir nicht brauchen. So, Nobel Queen. Tun wir dich mal raus, du Queen, du. Die habe ich eigentlich immer, die Bienen, die ich so rausnehme, habe ich immer hier drin. Also das sind alles Pure Breeds, hier die ganzen Ölbienen. Majestic haben wir hier, Pure Breed, Diamanten haben wir noch und das Nobel auch noch dazu. So meine Stämme und hier haben wir so die können wir mal durchschauen und ihr seht excited, keine Ahnung und hier auch noch zweimal Pupil und das ja zweimal die Biene reingetan und schon haben wir sie. Also ihr seht, so wie ich gesagt habe, das geht ratzfatz, da braucht man nicht, also das ist halt dank extra B kann man das machen. So, die lassen wir hier drin wursteln, dann werden sie gleich meckern. Denn wir brauchen ja... What? Ah, okay, das war das Thema. Da schlagt der Blitz ein bei denen, ne? Die sind aggressiv. Dann werden wir gleich mal uns darum kümmern, dass wir die wieder runterkriegen, da. Die haben da, also... Case können sie? Wo ist der Effekt? Hier, Lightning. Den müssen wir rausbekommen. Geht eigentlich auch ziemlich einfach. No day. Geschlafen, ey. No day. Geschlafen, ey. Das Lightning müssen wir rausbekommen. Das ist der Effekt. Das heißt, wir brauchen ein Serum mit Non-Effekt oder wir kreuzen die andauernd weiter. Mit Kreuzen. Ja. Bin ich eigentlich zu faul dazu? Ich bin jeder Biene kreuze. Deswegen werden wir das einfach anders machen und schauen, ob wir hier ein Serum dafür haben. Und zwar brauchen wir ein Serum-Effekt. Ne, das ist blöd. Förder.
Wobei, ich weiß nicht, wenn wir einen zweiten Effekt dazu machen, ob das klappt. Fast Production, das sind nur die ganzen Bienen. Wir testen das einfach mal. Wir machen hier die Biene ein. Und hier das Serum. Ah, das ist, das leer? Das ist gar nicht. Ich muss hier mal füllen, ne? Hallo, warum gehst du da nicht rein? So. Du hier rein. Okay, dann halt nicht. Ja, oder wir lassen hier einfach mal ein bisschen den Blitz einschlagen. Kann ja auch nicht schaden, soll halt so sein. Was ich mich wundere, warum die hier arbeitet. Ne, jetzt arbeitet sie nicht mehr. Kein Redstone und ich glaube, dass wir hier Redstone-Fackel brauchen. Ich hoffe es halt einfach. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Redstone-Fackel war oder Redstone-Erz. Erz kann es nicht sein, weil Erz können wir ja so nicht abbauen. Muss ja nur eine Fackel gewesen sein. Ist Member Scharfheit. Das Problem ist beim Blitzen, da fängt es dann an zu brennen. So, jetzt scheint ja jetzt Arbeitsziel. Ihr seht ja nebenbei, geht runter. Shortest Life, also Leben. Hm. Können wir alles durch extra B aufpushen? Das werden wir dann aber auch machen. Das ist die Queen, ja, die lassen wir mal sterben. Da können wir die aufpushen. Was wird hier herum? Irgendeine Biene. Möchte kein Mensch. Das mit den Blitzen gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt. So, hier kommt auch kein Strom an. Warum? Das heißt kein Mensch. Warum kommt hier kein Strom? Passen oder haben wir 101er? Hm. Kommt kein Strom, weil wir bei unserer Anlage hier unten 100 MJ, das passt ja. 100 MJ Set only. Bin ich jetzt dämlich oder wie? So, reingesendet wird's. Auf alle Fälle. So, hier. 100 MJ. Kein letztes Signal. Und Send Only, das passt ja. Und bekommen tut er die Energie von hier. Die sind alle auf. Kein letztes Signal. Das verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Ah, so. Ne, DNA. Machen wir es mal anders. So, jetzt hier mal die neue. 100 Megajoule, so. Und Receive Only. Hallo? Also er macht noch was. Aber wahrscheinlich. Ah, der braucht wahrscheinlich zu viel. Ja, okay, okay. Das ist natürlich blöd, ne? Aber das lag ja daran, weil ich ja hier eigentlich zwei hatte. Die eine ja weggenommen habe. Von den Liquid Tesseracts. Halt von den Tesseracts. Daran liegt das wahrscheinlich. Natürlich doof, ne? Jetzt hat er zu wenig Bauer. Das heißt, wir bauen noch eine Tesseract. Wie baut man die Tesseract? Energy. Bauen wir mal die hier. Hat nicht Glas und Zinn an den Ecken. Hat nicht Glas und Zinn an den Ecken.
überhaupt irgendwas? Hier dämlich, wo ist wo habe ich denn das hingebaut? Da. Harte Glas und sind noch nicht. Oder habe ich das alles da reingetan? Okay. Hartnett Glas, Tin, kommt an den Ecken und ich glaube ein Diamant in der Mitte, ne? Genau, hier ein Diamant. So, dann machen wir uns gleich drei Stück. Dann haben wir die schon hinter uns wieder. Jetzt müssen die, ja, hier haben wir Redstone drin. Das ist natürlich auch doof, ne? Und das Redstone kriege ich hier nicht raus, außer ich baue mir vorher noch Magma-Kussee auf die Seite, das wäre noch was, ne? Noch so ein Liquid-Respose auf die Seite hier hinbauen, anstatt diesen Crafting-Table hier. So. Dann, das weg, alles was wir nicht mehr brauchen, kommt hier weg. Schleimbälle hatte ich da drin, okay. So. Das können wir lassen, weil hier geht die Leitung nach hinter. Auch wir. Und hier habe ich gesehen, an dem Ort wieder, das brauchen wir auch nicht, das soll gleich durch. Das heißt, ich baue noch einen Liquid-Transposer hier hin. Und dann kann ich ja hier auswählen, einmal nach links, einmal nach rechts soll er gehen. Oder einfach so, einfach so, einmal ist hier ist Redstone und hier kommt der Molten Ender rein. Das heißt, wir brauchen ein Liquid. Liquid Transposer. Ach, Menno. Frame House. Oder wie heißt das nicht? Frame House. Falsch da. Machine Frame, so heißt das. Habe ich nicht. Eisen und Glas. Eisen. Dann haben wir Glas. Und Gold. So. Dann haben wir gleich mal ein paar davon, dass wir wieder ein paar haben, falls wir ihn brauchen. So, dann war ein Eimer, das war auch aus Gold, Glas. Iron. Oder Zinn, ist jetzt egal. Einfach Eisen, wir haben ja genug Eisen. So. Was waren da noch? Wie heißt die? Redstone, irgendwas, Redjuckt. Da gibt es eben zwei Konnen und die Redjuckt hier, sie. So, du da. Dann haben wir Glas. Links, rechts und Kupfer. Mal auch schon ziemlich viel, ne? So, Liquid Transposer. Sehr gut. Den bauen wir uns dann einfach hier hin und sagen, auf der rechten Seite ist Import. So, Thema ist out. So. Genau, das heißt, wir können hier uns entscheiden. Und hier kommt dann wohl ein Ender rein, das heißt, wir brauchen noch Enderperlen. Da müssen wir bald mal den Enderdrachen eins auf die Klatsche hauen. So. Da rein. Ah, da willst du. So, jetzt füllt er das hier rein. Hier kann er es nicht rein, weil hier ist das rein, dann füllt er es hier rein. So, die rein. Und dann soll er das fertig machen. Ich werde die aufstellen, damit wir drüben mal mehr Bauer haben. Ah, okay, jetzt weiß ich, was er da macht. Und zwar haben wir ja hier gesagt, immer zu hören, als Redstone drin haben. Deswegen hat er hier ein paar Probleme. So. Weil die eben nicht rein kann. So, jetzt passt es aber. Dachte mir, wo kommt das ganze Redstone her? Gut. Na, haben wir nicht viel, wie gesagt. Darum müssen wir ja schauen, dass wir jetzt unbedingt an den Redstone kommen mit den Redstone-Bienen. Gegebenenfalls werde ich noch eine zweite machen. So, der kann nichts machen, weil er keine Energie hat. Ja, okay, ich kümmere mich jetzt offline mal darum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, ciao Leute, bis dann.